Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege. Immer noch alleine unterwegs. Armin hatte heute leider keine Zeit. Wir haben Freitag früh, mehr oder weniger früh. Und ja, musste leider noch was für die Uni machen. Naja, da muss ich halt noch ein bisschen was alleine aufnehmen. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter so. Wir wissen jetzt ungefähr, wo die sind. Die haben Castle dabei, was für mich als Fuse schon mal richtig nice ist. Dann kann ich einfach durch die gecastelten Wände fusen. Und die kriegen die nicht so schnell weg. Ja. Mal gucken. Also den Raum finde ich generell gut zum Angreifen und zum Verteidigen. Oder eigentlich sogar noch besser in der Verteidigung. Keine Ahnung. So, rushen wird hier eigentlich überhaupt nichts, weil wir keine schnellen Charaktere haben. Oder nur ein oder zwei, der Recruit ist auch. Ach so, ups. So, ihr könnt schon mal ein paar Granaten schlucken. Leel. Versuchen wir hier unsere Lucky Headies. Dass die Scheiße auch noch funktioniert. Oh mein Gott, ey. Jetzt mal ehrlich. Ich hab doch da so einen hässlichen Kopf gesehen. Noch einer. So, wir werden mal... Nein, ich muss runter. Ich will ihnen helfen. Helfen, 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 helfen. Ich bin auf dem Weg. Halte durch, halte durch, halte durch. Scheiße, das schaffe ich nicht mehr. Oh, fuck. Nein, scheiße, war dämlich da stehen zu bleiben. Ich habe gedacht, der andere kommt nach oben und ich kann seinen Schädel treffen. Aber nee, ich bin dann halt lieber stehen geblieben und habe versucht irgendwie, den zu erwischen. Das war halt dämlich. Ich wusste ja, dass der Castle da ist. Na egal. So, wir nehmen Frost. Ne, nicht Castle. Irgendwie nicht. Also keine Ahnung, ich finde Castle nicht so nice. Irgendwie habe ich das Gefühl, die UMP macht nicht so viel oder nicht so gut Schaden. Und die Pumpe ist, naja. Muss man mit klarkommen. Ja. Deswegen halt lieber Frost. Zumindest jetzt bei mir. Er kann ja Castle nehmen. Obwohl dann halt durch die gecasteten Wände durchfusen, ist halt für den Fuse super easy zu machen. Du musst dann halt auch keine Angst haben. So ich ja sonst immer richtig Schiss habe, wenn ich Fuse nehme. Naja. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Wir sind hier. Ja, hat er jetzt gemerkt, scheiße. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Wir werden jetzt hier trotzdem eine Matte hinlegen. Einfach so, weil wir es können. Ballern hier ein Löchchen rein. Können wir hier nämlich noch durchfeuern. Das machen wir zu. Nur noch 10 Sekunden. So. Nee. Doch. Kannst du machen, sehr schön. Ohne mich praktisch auszusperren von meinem Löchchen und den Kill auf meiner Falle zu holen, weil genau deswegen habe ich das Loch gemacht. Wir
Das bringt nichts, unter dem Dropper eine Falle zu legen, aber hier. Das habe ich jetzt schon ein, zwei Mal gemacht, ohne es aufzunehmen. Das hat sogar funktioniert. Das ist schon echt dumm. So. Oh, wir haben uns gut verbarrikadiert. Hier machen wir auch mal eine Falle hin. Mann, ich kann nicht treffen. Nee. Feuerschutz. Ah, ich habe gedacht, vielleicht guckt jemand an dem Montage vorbei. Und fängt sich halt gut eine. Oh shit, von oben. Ich habe gar nicht gesehen, dass das aufgegangen ist. Aber trotzdem einen Kill bekommen. Ich bin nicht alleine. So, noch einer weg. 2 gegen 1. Gegen Montage brauche ich den Bandit. Dann kann er auch nichts machen. Dann ist er. Komm rein. Komm mal hierher. Nee, nee, nee. Fange ich mir noch aus wie ein Heady oder was? Muss zum Montage. Komm doch zu mir, denkst du, ich schieße hier umsonst oder was? Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Oh, toll, jetzt muss ich hier im Kreis eiern. Nix da. Nicht mein Kumpel. Sehr schön. Alter, hätte ich das jetzt versaut, ne, dann, ja. Hätte ich mir mal wieder selbst ins Gesicht treten müssen, aber nope. Müssen wir ja gar nicht. So, dann wieder Fuse. Wir hoffen einfach mal wieder auf einen guten Castle, der mich und meine Bomben beschützt davor, direkt schon an der, am Fenster abgefangen zu werden. Aber nee, yeah. Mal gucken. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Hm. Jetzt werden die eigentlich auch mal mit Serverraum dran, wa? Scheiße doch, ich konnte durchspringen. Nee, ich bin zurückgebackt. Was ist los? Oh. Na egal. Die anderen haben ihn gefunden. Ja, wir wissen jetzt, wo es ist. Aber, ja, okay, mal gucken, ob wir das schaffen, anzugreifen. Ich glaube, ich gehe hinten rum rein. Oder nee, eigentlich müsste ich ja von oben. Ich bin Fuse. Ich kann von oben direkt schön reinfusen. Oder erstmal versuchen wir wieder unser Lucky Kill durch die Vordertür. Dem ersten, der da praktisch steht. Alles klar. Wie hat er den denn jetzt weggeholt so schnell? Gibt ihm irgendwie Schutz.
Aber gut, ne, er hat da kein Loch reingemacht, dadurch ist er jetzt nur verletzbar. Ich wurde entdeckt, hups. Die Kamera gar nicht kaputt gemacht. Na. So, dann werfen wir jetzt eine Kamera rein. Gucken uns hier um. Ah, hier wurde der erschossen. Nice, dann habe ich freie Fahrt von hier oben runter zu fusen. Das müsste hinter der Wand sein. Ich habe noch eine Fuse. Ich habe ja drei. Ich habe immer gedacht, ich habe zwei. Probieren einfach noch eine zu setzen. Hier müsste der Dropper. Also hier ist der Dropper. Sehr schön. Einen habe ich verletzt. Sind mal 50 Leben weniger. Sofern er aufgehoben wird. Yay, yeah, da bin ich ja auch so. Oh, hier kann ich nicht irgendwo... Ich kann hier nichts aufmachen, scheiße. Hier liegt auch keiner. Das ist... Das ist scheiße. Nein, ich habe seinen Scheißschädel gesehen und gerade meine Maus da unten gezogen. Ah, shit. Ja, egal. 1 gegen 3. Schade, haben wir am Anfang so gut Kills bekommen. Und dann trotzdem halt nichts draus machen können. Shit. Warum wartet der Sledge? Du hast nicht viel Zeit. Nee, Time. Er hat auch nicht viel Leben, also es wird jetzt reichlich wenig bringen, generell irgendwie zu warten. Und die hören dich auch, wenn du da durchgehst und bist auch ultra lahm. Hat niemand gehört. Bleiben noch 15 Sekunden. Was wird denn das jetzt? 10 Sekunden übrig. Du musst rein? Naja. Aber okay. Er hätte nichts anders machen können. Das ging halt nicht mit seinem 12 Leben gegen 3 Leute. So verschanzt wie die waren. So, dann... Auf ein neues. Frost ist leider nicht gerade zu verwenden. Halt Kapkan hat ja auch geile Traps. Die brauchen wir dann auch nicht ja, überwachen, die Traps, damit auch hier wirklich jemand von stirbt. Aber die werden halt viel zu oft gesehen. Nee. Ich würde es ja jetzt ganz geil finden, wenn wir wenigstens noch 2-2 machen. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ist jetzt nicht so geil. Aber egal. Kann man halt nicht immer was geben. Werfen wir mal hier unser Dings hin. Ich hält die Gegner schon mal von ab. Mach doch nicht alles zu. Shit. Es bleiben noch 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Ja. Schützt den Biogefahrgutbehälter um jeden. Die machen wir mal auf. Weil dann will ich nämlich ganz, ganz fix raus, wenn die da vorne alle unten stehen. Dann kann ich wenigstens vielleicht noch ein paar Kills holen.
jetzt wird es vielleicht zu spät sein, um die Position noch einzunehmen, ohne gekillt zu werden. Scheiße. Ja, wie gesagt, ich stehe richtig scheiße jetzt. Ich glaube, die sind da vorne schon. Schweige denn. Ich habe ihn nicht getroffen. Doch, er ist tot. Aber ich auch, verdammt. Super bitter. Na, das war's. 4 gegen 1 ist sehr, sehr schwer. Man muss da auch reingehen. Shit. Ah, da hab ich einfach ein bisschen gepennt, Mann. Hätte ich vielleicht die andere Position gehabt, dann hätte ich den Sniper von der Seite wegholen können und hätte dann nach unten durchgehen können. Ich hätte genauso gut meine C4 explodieren lassen können. Ja, hätte wenn und aber. Hat alles nicht geholfen. Schade, schade, aber trotzdem eigentlich eine ganz gute Runde von mir. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen und wir sehen uns in einer nächsten Runde von Rainbow Six wieder. Also haut raus, bis denn und tschüss.